Vielen Dank, Frau Präsidentin. Kollege Lederer, waren Sie eigentlich mit uns 10 Jahre in der Regierung oder waren Sie ewig in der Opposition? Also wenn ich Ihre Rede heute höre, haben Sie mit all dem, was wir dort beschlossen haben, nichts mehr zu tun. Das können Sie vielleicht dem einen oder anderen verkaufen, diesem Parlament aber nicht. Sie haben nichts in der Zeit geleistet, was diese Koalition angeschoben hat. Wir haben Wasser rekommunalisiert, wir haben den Beschluss zu Gas gemacht, wir sind in der Vorbereitung zu Strom, wir haben Unternehmen wie Berlin Energie. Das sind alles Dinge, die diese Koalition geleistet hat und nicht die Linke. Und Herr Dr. Lederer, ich sage es Ihnen ganz offen, es ist schade, dass Harald Wolff heute offensichtlich nicht da ist. Da hätten wir eine sachkundige, eine vernünftige Rede gehört, so wie er das auch neulich gemacht hat im Wirtschaftsausschuss. Bei Ihnen kriegen wir nur die übliche Polemik und leider wenig Sachkenntnis. Die Debatte darüber, ob der Senat hätte früher das anhalten müssen, die ist doch völlig nebensächlich und neben der Kappe. Es gibt klare Begründungen, warum er es gemacht hat. Es gibt klare Begründungen, warum der Zeitpunkt erst jetzt möglich war, warum man die endgültige Entscheidung abwarten musste. Entscheidend ist doch am Ende, was rauskommt. Aber darum geht es Ihnen doch gar nicht. Ja, da können Sie sich schon wieder drüber amüsieren, aber Ihnen geht es überhaupt gar nicht um die Sache, Herr Dr. Lederer. Sie halten hier eine Rede, als ob Sie 10 Jahre nicht in der Regierung waren, als ob Sie ein Oppositionsvertreter sind. Sie können niemand erklären, warum Sie eigentlich, obwohl Sie für Gas und Strom Rekommunalisierung sind, jedenfalls der Kollege Wolff ist es, ich hoffe Sie auch, warum Sie hier so argumentieren. Fakt ist, wir brauchen ein rechtssicheres Verfahren. Fakt ist, dass das auf Bundesgesetzebene nicht vernünftig geregelt ist, nur für die Berliner Grünen. Die waren zwar bei dem Kongress da, die haben die Meinung vom Städtetag gehört, von allen möglichen Experten, aber wie immer haben die Grünen die Weisheit gepachtet, Herr Esser und Sie an der Spitze. Aber ich sage Ihnen mal eins, so ein Kongress findet statt, damit man Sachkenntnis bekommt. Und es wäre hohe Zeit, dass Sie dann mal auf den Kollegen Schäfer hören und sich erzählen lassen, was da stattgefunden hat. Vielleicht darf er dann das nächste Mal auch reden. Danke. Vielen Dank, Herr Schröter. Herr Dr. Lederer, möchten Sie replizieren? Bitte. Also, lieber Herr Kollege Schröter, ich dachte, da fällt Ihnen jetzt ein bisschen was Intensiveres ein, ein bisschen was Überzeugenderes, als sich einfach hinzustellen und sagen, wir haben ja auch mal miteinander regiert. Also, lieber Kollege Schröter, die Stadtwerkdebatte hatten wir seinerzeit aufgemacht. Die hat der Kollege Harald Wolff, dessen Kompetenz Sie völlig zu Recht eben im Übrigen hier nochmal ausführlich gewürdigt haben, die hat der Kollege Wolff aufgemacht. Und die entsprechenden Vorschläge, die hier von der Opposition in den letzten 3 Jahren eingebracht worden sind, haben Sie sämtlich abgelehnt. Sie haben die Initiative von Volksbegehren Klimaschutz und anderen, die ja hier gestartet worden ist, wo viele Berlinerinnen und Berliner sich für ein Stadtwerk stark gemacht haben. Die haben Sie nicht erst verladen, indem Sie hier so ein Mini-Stadtwerk an die Berliner Wasserbetriebe rangehängt haben, was jetzt keine Kunden haben kann, was auch nicht mit Strom handeln darf und Ähnliches. Das haben alles Sie zu verantworten. Und das hat was damit zu tun, dass Sie sich über Ihre Bänke hinweg null einig sind. Wir haben Vorschläge gemacht, Herr Kollege, die Sie abgelehnt haben. Wir haben Vorschläge gemacht und Sie haben sie abgelehnt. So. GASAG. Wir haben hier im Haus darauf hingewiesen, dass die GASAG ihres Netzes zu berauben und an übrigen die GASAG als Gashändler zurückzulassen, ein ziemlich absurder Vorgang und im Übrigen auch unverantwortlich gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist. Und dass das Einzige, was dann passiert, ist, dass der Kaufpreis der GASAG von den Eigentümerkonzernen abgeführt und ausgeschüttet wird und damit als Investition in die Energiewende nicht zur Verfügung steht. Daraufhin haben wir hier hingewiesen. Was haben Sie gemacht? Weil Sie sich mit Ihren Herrschaften da drüben nicht einigen konnten, haben Sie es abgelehnt. Wir haben hier rechtzeitig darauf hingewiesen, dass wenn man Konzessionsvergabeverfahren vernünftig eintüten muss, dass man sich dann wenigstens an die höchstrichterliche Rechtsprechung hält. Die kennen wir nun seit Dezember dem Grunde nach und wir haben zumindest seit März die Urteilsbegründung. Was machen Sie? Sie laden hier zu irgendwelchen Kongressen ein, um über die Rechtslage zu jammern. Aber Sie sind unfähig, das, was schon klar ist an der bestehenden Rechtslage, wenigstens das hier einzuhalten, beziehungsweise der Finanzsenator ist unfähig. Also, wir haben gesagt, verschieben Sie das Ganze. Sie haben es abgelehnt. Und warum haben Sie es abgelehnt, Herr Schröter? Ist doch ganz klar.
Captain Nuss war gerade dabei, die Gasnummer einzufädeln. Und wenn man gesagt hätte, wir stoppen den Stromvergabebrief, wäre für alle Welt offensichtlich gewesen, dass das Gasverfahren genauso anfechtbar ist. Und da hätte ihr großes auf den Bauchtrommeln nicht stattfinden können im Sommer, von wegen Berlin Energie kriegt das Netz. Das ist der Hintergrund des Ganzen. Insofern haben Sie wieder 200.000 Euro verballert und verbrannt, nur damit Ihre Spielereien in der Koalition und Ihre gemeinsame Unfähigkeit zum Handeln nicht offensichtlich wird. Das ist die Wahrheit. Und das hätte Ihnen Herr Wolf heute genauso gesagt.